Wir fangen schon mal an. Muss die Bewegung kommen. Ist es noch immer nicht so weit? Mein Hirn ist nicht wie den Körper fit, sondern macht bei jedem Blödsinn immer wieder.
in a Besen kommen. Thank you.
nicht mit den Giftlerbuben. Red nicht mit den Giftlerbuben. Red nicht mit den Giftlerbuben. Unter die Haut, meine sehr verehrten Damen und Herren, das tut richtig weh, das geht bis aufs Fleisch, bis auf den Knochen und kommt dann übers Hirn angekrochen.
Besonderes, für mich schon lange besonders. Und jetzt machen wir das gut, darauf gebe ich dann mein Ruhe. Und da solltest nicht den Hut drauf haben. Auf dessen Worte, die kannst du bauen. Auf der Worte, das ist die Nachricht für die Horten. Und die werden schon der Worte, Worte, Worte. Sekunde haben sie mich gefragt. Schrei!
Thank you.
von dir doch. Ich hab nie über dich gelacht. Ich mach bei sowas nicht mit. Leute, Hanno war streng. Und dann hat man die Aufnahme gestartet. Zick, zack, gleich war es wieder vorbei, weil das Material so teuer war, dass man es ins Hosel geschissen hat. Aber trotzdem, die Filme sind viel interessanter, weil sie ein In-Kamera-Cutting schon gehabt haben. Das ist der geile Scheiß gewesen an der Super 8-Technik. Jetzt fährt man mit langen Szenen in der Welt herum. Und schaut, genau, Festnetztelefon! Ja, was soll ich denn machen? Ich bin halt der Bremser. Mit der braunen Spur im Hosel, der sich immer ausscheißt, wenn irgendwas passiert. Leck die Fetten, Alter, schon wieder das Pech aufgerissen. Ja. Das sind die sogenannten Dissonanzen in einem Leben. Die Störgeräusche. Ja. Der Dudi versteht mich, der weiß, von was ich rede. Der war da mit der Störung einher. Ein Schmerzpatient bin ich. Wo sind denn sie? Bei Dr. Fertschak und Dr. Nedved immer stets gern gesehen. Die Störgeräusche in meinem Kopf, ich kann es zum Teil auch sehen. Sind furchtbar gelaufen und es hat mir ganz schön ausgetragen. Die Sicherungen sind gefallen. FI und der Generalschalter. Lecco mio Poporello, das war das Ärgste, was ich jemals erlebt habe. Ein sogenanntes Nahtoderlebnis.
So ist es eben, wenn man Pause braucht. Nonverbale Kommunikation herrscht. Schuschi, wenn man sie versteht. Es hätte jeder gern. Stell dir vor, die ganze Welt wird sie verstehen.
Ja, wie er gesagt hat, der Mark, it's getting funky in here. What a day and what a night. Für jede Schandtat immer und überall, immer wieder stets bereit. No fuss, no fight. Disc fret delay. Let's go!
mush it up, mush it up. Getting kinky. Mir krampft schon wieder. Das heißt, es war zu schön. Man soll den Bogen nicht überspannen, weil es kann ein Herkules selbst aus der Bahn hauen. Man soll den Bogen halt einfach nicht überspannen, weil manchmal wird es dann auch wirklich zu viel. Und alle glauben, das wird schon wieder. Aber leider, leider nein. Und alle glauben, es wird schon wieder. Aber LN und leider. Obscure, judging,
Waffe. Zerstör den Narzissen und heil. Der verlot.
dass er sich geschlagen hat. War eh gut, dass der ähnlich geht. Führt dich gut, auf Wiedersehen und gute Nacht. Mir kommt vor, es ist 3:30 in der Früh.